Früher habe ich oft Angst gehabt beim Klettern. Du kannst nicht in die Berge gehen und glauben, dass das nie irgendwas passiert. Du kannst alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und das Risiko so gering wie möglich halten. Und es kann einfach trotzdem sein, dass was passiert. Mein Traum: Menschen nach ganz oben bringen. Sicher nicht viele, die in der Eifel aufgewachsen sind und dann Bergführerin geworden sind. Das ist zu mir gekommen, irgendwie so über Nacht. Also ich bin aufgewacht und habe gedacht, ich muss klettern gehen. Ich bin aber auch aufgewachsen mit einem Gefühl, dass irgendwas in mir noch fehlt. Also irgendwo war ich auf der Suche, aber wusste nicht, wonach. Und wie ich dann in die Berge gefahren bin, habe ich ganz stark gespürt, dass das ist. Einfach so das Gefühl von ganz sein. Wenn man Bergführer oder Bergführerin werden möchte, dann muss man Allrounder sein. Sprich, du musst gut beim Klettern sein, im Fels, im Eis. Du musst vor allen Dingen gut Skifahren können. Aber eben nicht nur Skifahren auf der Piste, sondern auch im Gelände. Und diese ganzen Bereiche sollte man auf einem relativ hohen Niveau beherrschen. Und in der Ausbildung selber lernt man dann, wie man Menschen am Berg führt. Ja? Also wie man Menschen begleitet und unterstützt. Bergführen bedeutet nicht nur das Handwerken. Du bist im Kontakt mit Menschen und vor allen Dingen, da steckt eine Leidenschaft, ein Traum dahinter, auf einen bestimmten Berg zu gehen, eine bestimmte Wand zu durchsteigen. Manche überschätzen sich dabei auch, ja? Und dann jemanden da sensibel abzuholen und vielleicht auch abbrechen zu müssen, weil vielleicht die Kondition nicht reicht. Darin sehe ich meine Hauptaufgabe, dass ich Menschen dabei begleite. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man halt vielleicht irgendwo abgebrochen hat und es dann gemeinsam schafft. Und dann gibt es aber einfach auch Momente, die total fließen und wo man das alles als großes Geschenk wahrnimmt. Ich bin auch stolz, eine von wenigen Frauen zu sein, die diesen Beruf ausüben. Und ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Frauen machen. Weil ich denke, oft wird der Beruf so assoziiert mit, man zieht mit roher Kraft irgendwen irgendwo rauf. Aber der Beruf ist extrem facettenreich, extrem vielfältig und sowohl die klassisch männlichen Eigenschaften als auch die klassisch weiblichen Eigenschaften finden meiner Meinung nach gleichermaßen Platz in diesem Beruf. Bergführen bedeutet auch sehr viel im Kontakt mit den Gästen zu sein, zu telefonieren, vorzubereiten, die Ausrüstung zu organisieren, Tourenplanung, vielleicht auch viel im Internet schauen, Wetterbericht, Lawinenlagerbericht, Kollegen kontaktieren vor Ort, wie sind die Verhältnisse und so weiter. Also es ist schon relativ viel organisatorische Arbeit auch immer im Hintergrund, die einfach auch dazugehört, dass dann nachher die Bergtour gut gelingt. Das ist vielleicht auch etwas, was viele vor der Selbstständigkeit abhält oder was ein bisschen abschreckend ist, dass natürlich, sobald du selbstständig bist, machst du nicht nur die Tätigkeit, der du dich sozusagen verschrieben fühlst, was jetzt bei mir das Bergführen ist, sondern da steckt einfach auch viel Administration und organisatorische Arbeit dahinter und der einfach auch dazugehört, die Buchhaltung, die Steuer, ja, einfach vor dem Computer sitzen und Tabellen ausfüllen. Und das empfinden einfach viele als extrem mühsam. Aber da gibt es ja Gott sei Dank Programme, die einem dabei helfen. Das Smartphone ist ein irrsinniges, wichtiges Tool für die Arbeit geworden. Ich habe Kulturanthropologie und Pädagogik studiert, habe mit jugendlichen Flüchtlingen zusammengearbeitet und habe, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, eine Kinder- und Jugend-WG geleitet. Und mein Traum war immer, einfach mit diesen Jugendlichen, die so einen schwierigen Start im Leben hatten und einfach auch einen schwierigen Werdegang haben, mit denen gemeinsam in die Berge zu gehen. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die in die Berge gehen, dass die eigentlich, sobald man sich an dem Berg bewegt, automatisch ein bisschen in so eine demütige Haltung kommt, in so eine ehrfürchtige Haltung. Weil der Berg zeigt einem doch ziemlich schnell die Grenzen auf. Ich habe eine Vollzeit-Festanstellung gehabt, ein regelmäßiges Gehalt. Das zu kündigen, mich selbstständig zu machen, das ist schon ein großer Schritt. Und ich habe da sehr mit mir gehadert und viel mit meiner Freundin drüber geredet. Und die hat dann gesagt, ja, wovor hast du Angst? Aber jetzt probier mal das zu arbeiten, was du dir wirklich erträumt hast.
da hat es dann irgendwie so Klick gemacht bei mir, weil ich mir gedacht habe, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann warum nicht? Probier es jetzt einfach. Und diese Leidenschaft, die macht einen dann automatisch gut. Einfach durchs Tun. Und sich einfach zu trauen und sich der Angst einfach zu stellen. Eislettern ist schon eine Entbehrung. Ja? Das muss man schon wirklich wollen. Und man muss da auch irgendwie eine Leidenstoleranz haben oder eine gewisse Leidensfähigkeit. Die muss man, glaube ich, mitbringen, sonst geht es, glaube ich, nicht. Die Hauptaufgabe des Bergführers ist, das Risiko zu managen. Wenn ich Eisklettern gehe, ist es immer gut, wenn ich konstant kalte Temperaturen habe. Und wenn ich ja zum Beispiel an Säulen oder an Vorhängen kletter, sprich, wenn ich keinen Kontakt habe zwischen dem Eis und der Felswand, dann darf ich eigentlich auch nicht sichern. Wenn ich nämlich jede Sicherung, die ich dort setze, mit der kann ich unter Umständen mich selbst gefährden. Weil falls irgendwas abbricht und meine Sicherung ist in diesem Stück Eis, was abbricht oder vielleicht in dieser ganzen Säule, dann fliege ich damit runter. Und da sind immer wieder auch schon Unfälle passiert. Ja. Die Verantwortung ist sehr groß, die man hat. Ich glaube, dass das auch als Bergführerin oder als Bergführer ganz wichtig ist, dass man weiß, wo die eigenen Grenzen verlaufen. Man muss total konzentriert und fokussiert sein. Es hat dann auch nichts anderes im Kopf Platz. Da habe ich mir einfach einen Traum erfüllt, dass ich dieser Bergwelt arbeiten darf, mein Geld verdienen darf. Ja, ich habe dann einen Teil von mir gefunden.